Herr Ackermann, was bedeutet dieser Tag heute für Emden? Ja, ich denke, das ist ein Riesenschritt, ein Riesenmeilenstein in der Weiterentwicklung Emden zur Smart City. Und wir sind überglücklich, dass wir hier mit der Firma Siemens so einen tollen Partner gefunden haben, der das Projekt mit uns umsetzen wird. Ja, danke, Herr Ackermann. Also auch von unserer Seite, von Siemens, ein sehr großer Schritt in der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken. Die Gestaltung der Zukunft, die urbane Zukunft für Emden, ein ganz tolles Thema, unsere Technologie auch im Einsatz zu sehen. Wie geht es denn jetzt konkret weiter? Ja, wie geht es konkret weiter? Wir werden jetzt gemeinsam die nächsten Projekte konzeptionieren, uns überlegen, was wir in diesen vier vereinbarten Handlungsfeldern konkret umsetzen wollen in der Zukunft. Und ich denke, das Feld ist so breit und so vielschichtig und wird so viel Potenzial bieten, da werden wir definitiv auch schöne Dinge finden. Wunderbar. Ja, Herr Bornemann, heute war die große Vertragsunterzeichnung. Sagen Sie doch mal, was bedeutet das für Emden? Also zunächst mal ist es ja so, dass wir uns die Digitalisierung ganz deutlich auf die Fahnen geschrieben haben. Sowohl die Politik als auch die Verwaltung und auch unsere eigenen Gesellschaften und viele Partner, die Hochschule vor allen Dingen. Und wir haben für diese Arbeit, wo wir ja viele Themen oder wo uns viele Themen zur Verfügung stehen, die wir erarbeitet haben, jetzt einen strategischen Partner mit einem Weltkonzern wie Siemens gefunden, was uns alle einen riesigen Schritt weiterbringen wird. Wir werden also die Themen, die wir haben, mit konkreten Projekten unterfüttern, konkrete Projekte erarbeiten, wie denn die Umsetzung in der Stadt Emden bei Gebäudetechnik, bei Verkehrssteuerung, bei vielen anderen Dingen dann sich in der Zukunft wirklich gestalten kann. Und dafür braucht man ja wirklich ein großes Know-how. Und das bringt auf der einen Seite der Konzern Siemens mit, aber auf der anderen Seite die regionale Bedeutung. Und die regionalen Themen bringen wir mit. Und es ist ein enormer, auch eine Auszeichnung der Stadt Emden, dass es uns gelungen ist, als einzige Stadt in Deutschland bisher eine solche Kooperation eingehen zu können. Wir haben jetzt gerade eben schon einiges gehört. Das sind ja auch sehr, sehr, sehr teure Projekte. Wie lässt sich das überhaupt finanzieren? Also es ist ja so, dass jeder technische Fortschritt irgendwie finanziert werden muss. Das muss nicht aus Steuergeldern kommen, denn gerade diese Dinge, um die es hier geht, auch Industrie 4.0 etc., sind ja Dinge, die auch sich wirtschaftlich entwickeln müssen. Und auch das ist ein wesentliches Ziel dieser Kooperation, auch sich wirtschaftlich rechnende Geschäftsmodelle zu erarbeiten, weil am Ende natürlich der Anteil der Steuergelder auch in Grenzen bleiben muss. Aber darum geht es auch, dass die neuen Technologien wirtschaftlich einen Entwicklungsweg vor sich haben und der soll zusammen erarbeitet werden. Und diese enge Partnerschaft, der Vertrag läuft erstmal über 5 Jahre? Der Vertrag ist zunächst auf 5 Jahre angelegt. Er kann verlängert werden und wir glauben auch, dass dieses Thema uns ja viele Jahre beschäftigen wird. Oder sind wir sicher, wie viele andere auch. Ich danke Ihnen.